Wolfgang Thierse, Jahrgang 1943. Ein durchaus angepasstes Leben in der ehemaligen DDR, wenn auch in der Verweigerung gegenüber Blockparteien und der SED. Spät zur Politik gekommen. Im Wendeherbst 1989 zur Bürgerbewegung Neues Forum, schon im Januar 1990 zur SPD, der Wiederbegründeten in der DDR. Der letzte Vorsitzende der SPD in der DDR, heute ist einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Gesamtdeutschen Sozialdemokratischen Partei. Verheiratet mit einer Kunsthistorikerin, zwei Kinder. Zur Person Wolfgang Thierse. Wessis sagen, wenn ein Ossi eine Stunde arbeiten soll, dann macht er davon eine Viertelstunde Pause. Oder sie sagen, wenn einem Ossi das Arbeitsmaterial ausgeht, besorgt er sich nicht selber Nachschub aus dem Materiallager, sondern wartet, bis das Stocken der Arbeit vom Zuständigen erkannt wird und man ihm Nachschub aus dem Materiallager bringt. Wenn Sie solche und ähnliche Geschichten hören, Herr Thierse, was empfinden Sie dann? Einfach Wut. Und zwar deshalb, weil das ja nicht nur dummes Stammtischgerede ist, sondern weil ich solche Redensarten sogar im Bundestag schon gehört habe. Vor ein, zwei Wochen hat ein Abgeordneter genau ähnlich argumentiert. Er behauptete, die Westdeutschen hätten ja nach 45 auch nicht auf Hilfe aus Bonn gewartet, sondern die Ärmel hochgekrempelt. Da sage ich, was hilft aller Elan, aller Mut, aller Fleiß einem Arbeiter in einem Großbetrieb, der von der Schließung bedroht ist? Er kann ja keinen neuen Betrieb gründen. Er bedarf der Unterstützung, der Schaffung von Strukturen, wo er seinen Fleiß, der ja wirklich vorhanden ist, bei uns loswerden kann. Jetzt sagen Sie bitte einmal etwas genauso Grobschlächtiges, wie ich es eben in meiner Frage über die Ossis vorgebracht habe, über die Wessis. Also es fällt mir ein bisschen schwer. Geben Sie sich Mühe, seien Sie grobschlächtig. Ja, also so etwas wie Arroganz und ein etwas unangemessenes Selbstbewusstsein kommt mir schon manchmal entgegen. Es gibt ja diese hübsche Bezeichnung für manche Besucher hier, die vielleicht sogar in guter Absicht kommen. Man nennt sie Besserwessis. Ist es das, was Sie besonders stört? Ja, also eine solche Art von Selbstgefälligkeit, dass man selber immer Recht hat und das, was man ist, dass man das alles selbst erarbeitet hat. Und die anderen, also die Ossis, die irgendwie schlechter dran sind, das sieht ja jeder, dass das auch ihre eigene Schuld sei. Also etwa ihre Faulheit, ihre Dummheit, ihre mangelnde Fantasie oder so etwas. Und das vergisst einfach, dass es viele historische Ursachen gibt für Unterschiede in Deutschland. Kann es sein, dass diese Unlustgefühle, die man aneinander hat, alles überlagern, was es mit der Wende einmal geben sollte und gegeben hat? Also ich fürchte schon. Es gab ja im Herbst sicher eine gesamtdeutsche Euphorie. Im Herbst 89. Im Herbst 89. Eine gesamtdeutsche Euphorie, jenes Glück über eine so überraschende Chance für Befreiung, für deutsche Einigung. Und diese einmalige Chance, die da auch war, dass ein Volk auch emotional zusammenkommt, im Überschwang, ist ja vertan worden, weil dieser große, sich auch immer an Geschichte messende Kanzler eben verpasst hat zu sagen, wir haben eine fantastische Chance, wir wollen sie gemeinsam nutzen. Das wird Geld kosten, wir müssen miteinander teilen, aber am Schluss haben wir alle einen Gewinn davon. Nein, er hat gesagt, wir können aus dem Laufenden das bezahlen, wir können weiter so machen. Und das ist jetzt das Echo, dass viele drüben sagen, wieso soll ich eigentlich für die Ossis da so viel Geld blechen? Was meinen Sie, wenn es der großen Mehrheit in Ost und West materiell gleich gut ginge, wenn es ihr eines Tages gleich gut gehen sollte, wäre dann, ist dann die innere Einheit Deutschlands hergestellt oder muss darüber erst die ganze Generation, die von der Teilung geprägt ist, hinwegsterben? Also ich glaube, es wäre ein wesentlicher Schritt, aber es ist noch nicht die volle innere Einheit. Die materielle Angleichung wäre ein wesentlicher Schritt, aber es ist nicht die volle Angleichung. Ganz klar. Also ich will das ausdrücklich nicht geringschätzen. Die Mehrheit der Bevölkerung in der ehemaligen DDR hat dies gewollt und ich will das in keiner Weise denunzieren, dass Leute zu ihren Lebzeiten noch einen erreichbaren Wohlstand erreichen wollen, wie sie ihn bei den deutschen Nachbarn sehen. Das verstehe ich. Das soll man nicht abtun. Aber wir dürfen uns auch keine Illusionen machen. Die deutsche Einigung ist ja nicht nur so ein materieller Prozess. Es geht dabei nicht nur um Angleichung von Wohlstand. Es geht auch nicht nur um Austausch von Geld. Sondern es ist ein sehr langwieriger kultureller Prozess, wo es auch um den Austausch
die Angleichung von Mentalitäten geht. Und wenn ich Angleichung sage, zögere ich auch. Es soll ja nicht die Gleichheit hergestellt werden. Es sollen ja noch Verschiedenheiten da sein. Aber ich denke, dass wir, oder wenn ich das von mir sagen kann, sicher bis an mein Lebensende in bestimmter Weise ein DDR-Bürger bleiben werde. Denn meine Biografie ist ja in diese 40-jährige Geschichte eines Staates hineinverwickelt. Und das kann man nicht so schnell ablegen. Ich glaube schon, dass wir sehr lange Zeit brauchen, unsere Enttäuschungen, unser vielleicht geringeres Selbstbewusstsein, unsere geringere Fähigkeit, unsere Ellenbogen zu gebrauchen, dass wir das nicht so schnell verlieren werden. Und ich frage mich manchmal, ob wir das überhaupt verlieren sollen. Ob wir nicht an dieser Stelle, wenn ich dies beobachte, nicht ein bisschen Fußkranke des Fortschritts sein sollen. Mich ängstigen auch Anpassungszwänge, von denen ich vermute, sie können auch menschliche Beschädigungen hervorrufen. Zwischen den Nord- und Südstaaten der USA hat es 100 Jahre und vielleicht länger gedauert, bis die Folgen der Sezession überwunden waren. Also so weit kann ich nicht voraussehen. Zumal ich vermute, dass ein Teil der Bevölkerung, der ehemaligen DDR, ich weiß nicht, ob der größere oder kleinere, sich viel schneller anpassen wird, viel schneller lernen wird, Wessi zu sein oder Gesamtdeutscher zu sein, also mit den Gesetzen des Marktes, die ja nicht nur Gesetze der Wirtschaft sind, sondern auch in das Kulturleben hineinspielen, umzugehen. Aber ich glaube nicht, dass das für alle gilt. Es wird sehr viele Leute geben, die ihre Biografie nicht einfach abzulegen vermögen. Und die Leute mag ich eigentlich sehr, weil ich etwas dagegen habe, dass ein ganzes Volk damit beschäftigt ist, sich von seiner eigenen Vergangenheit abzuwenden, wie auch immer sie gewesen ist. Und sie war in großen Teilen durchaus schäbig. Aber im Nachhinein muss man sich nicht kleiner machen lassen, als man damals gewesen ist. Was haben Sie als Ossi vor allem anders erwartet mit der Wende, als es bisher gekommen ist? Also ich habe zunächst mal gehofft, dass wir etwas mehr Zeit haben, dass der Prozess etwas geordneter und nicht immer so beschleunigt vor sich geht. Meine Vorstellung im vorigen Jahr war schon, das wird ein furchtbar schwieriger Prozess mit vielen Opfern, mit viel Arbeitslosigkeit, mit vielen Verzweiflungen. Weil ganz klar war, man kann diesen Vorgang der Umstellung von einer Planwirtschaft auf eine Marktwirtschaft, von einem politischen System des Zentralismus und der Vormundschaft in eine Demokratie, wo sozusagen der Einzelne in einem viel stärkeren Maße auch auf sich gestellt ist, das kann man nicht ohne Verwundungen überstehen. Aber ich habe doch gedacht, dass es mehr Politik gibt, mehr vernünftige Wirtschaftspolitik zur Abfederung, zur Milderung solcher Probleme und dass es mehr wirkliche Solidarität gibt, nicht nur verbale, nicht nur beteuerte und behauptete. Hat es nicht auch eine Entsolidarisierung innerhalb der ehemaligen DDR gegeben? Mit Sicherheit. Wenn so viel verlangt wird von den Einzelnen, also so viele Lernprozesse, so viel Anpassung, wenn so viele Gefährdungen eintreffen, und Gefährdungen haben häufig etwas Entsolidarisierendes, verliere ich meinen Arbeitspass oder verliert ihn der Kollege? Schon diese Alternative, in einem Betrieb zu sein, der von 5.000 auf 2.000 runtergefahren wird, da setzt die Angst um mich selber ein und entsolidarisiert mich von dem anderen. Und ganz viele sind eben in der Lage, sich schneller solchen Dingen zu unterwerfen, und andere sind gelähmt und können nur zuschauen, auch zuschauen ihrem eigenen Schicksal. Die vorherrschende Meinung der Politiker ist, zusätzlich zum Geld, das in den Osten fließt, muss auch Optimismus dort verbreitet werden, über die reale Lage hinaus, damit der Motor endlich anspringt. Steckt darin nicht auch ein Stück agitatorische Gängelung der Menschen? Ist das nicht auch zweckbestimmte Schönfärberei? Mit Gewissheit. Ich will nicht geringschätzen, dass offensichtlich zur Politik immer auch ein Moment von Ermutigung gehört. Vielleicht auch ein Moment von heroischen Illusionen, dass man selber nicht ganz genau weiß, wie schwierig eine Aufgabe ist, und würde man sie vielleicht nicht angehen. Das ist Marx, nicht? Das ist Marx, ja. Und er hat das als eine notwendige Bedingung beschrieben, nicht wie klassengeschichtliche Taten beginnen und sie vielleicht dann am Schluss verfehlen, aber nie ganz. Ich denke aber, wir dürfen uns das nicht mehr erlauben. Das vorige Jahr, die zweite Hälfte, Wahlkämpfe,
Beteuerungen, wie schnell das alles gehen wird, wie gut das alles gehen wird. Und ich weiß nicht, ob das nur Täuschung war, vielleicht war auch Selbsttäuschung dabei, aber beides, Selbsttäuschung und Täuschung. Und diese Versprechungen gerichtet an eine Bevölkerung, die in ihrer, wie soll ich das nennen, sozialpsychologischen Grundsituation doch so ist wie ein Kind, das in einer verzweifelten, schwierigen, ausweglosen Situation nach der Hand des Vaters oder des großen Onkels greift. Und dieser Vater kommt auch und sagt, komm, ich führe dich raus, es wird gut gehen. Und da haben die auch so gewählt, eine Mehrheit. Ich sage das ohne Vorwurf, weil die Situation ja schwierig war. Aber jetzt diese abgrundtiefe Enttäuschung, die ja deshalb so groß ist, weil die Versprechungen so groß waren. Und deswegen sage ich, jetzt darf das nicht ein zweites Mal passieren. Wieder Versprechungen, sondern jetzt müssen konkrete Perspektiven, konkrete Angebote, konkrete Politik stattfinden. Ist die Wahrheit nicht so, Herr Thierse? Gleiche Lebensverhältnisse in West und Ost wird es nach einer langen, langen Durststrecke nur so geben, dass der östliche Lebensstandard in Maßen steigt und der westliche in Maßen sinkt. In Maßen, so ist zu hoffen, aber eben doch sinkt. Ist das nicht die ökonomische, perspektivische Wahrheit? Ich weiß nicht, ob ich das so hart schon sagen würde. Ist das schon politische Rücksicht, dass Sie es so hart nicht sagen? Nein, ich bin nicht sicher. Ich habe ja im Westen, auch im Bundestag, davon gesprochen, dass die wirkliche deutsche Einigung nicht zu haben ist, ohne eine groß angelegte ökonomische und soziale Umverteilung von West nach Ost. Sie ist nicht kleiner zu haben. Ich glaube, die meisten Westdeutschen und auch die meisten westdeutschen Politiker haben das immer noch nicht begriffen. Das heißt, die Westler werden ärmer. Und sie müssen es werden, ich bin nicht damit sicher. Es geht. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es einfach heißt, dass die Westler neben vielen anderen Gründen, von denen ich nur Ökologie nenne, jetzt nun auch einen neuen Grund gibt, deutsche Nachbarschaft, zu sagen, wir können Fortschritt nicht mehr materiell definieren. Wir können Fortschritt nicht mehr definieren danach, was wir an Prozenten jeweils an Lohn- und Gehaltszuwächsen haben. Vielleicht müssen wir erreichen in dieser Hinsicht eine Art von Stillstand, um einen Fortschritt ganz anderer Qualität zu erreichen. Wirkliche Gemeinsamkeit, wirklichen soziale Gleichheit, wirklichen kulturellen Austausch in Deutschland zu organisieren. Und da sage ich dann gleich hinzu, dass das nicht immer sofort nationalistisch klingt. Wenn das klappt, dann ist es ein Beitrag auch zur Versöhnung innerhalb von Europa, wenn das klappt. Aber meine Grundüberzeugung ist, wir müssen Fortschritt anders definieren. Und darin ist Umverteilung von West nach Ost eine der wichtigen Punkte. Ich bin nicht Ökonom genug, um genau ausrechnen zu können, was das möglicherweise an Einbußen für den Westen bedeutet. Aber ich weiß, es kann nicht einfach mehr so vorwärts gehen, wie es bisher gedacht ist. Könnten wir uns darauf verständigen, Herr Thierse, dass so wie die Dinge gelaufen sind, man zweifeln muss, ob es irgendeinen Ökonom gibt, der das konkret ausrechnen kann. Die behaupten es nur, die können es auch nicht. Da haben Sie auch wieder recht. Das ist eine meiner Beobachtungen aus dem letzten Jahr, dass alle, nicht alle, aber doch die meisten Prognosen der sogenannten Fachleute durch die Wirklichkeit, durch das Tempo über den Haufen geworfen worden sind. Aber bleiben wir bei dem Hauptteil Ihrer Antwort, nämlich wir müssen den Fortschritt, das besser gestellt sein als jetzt, nicht mehr, wir dürfen es nicht mehr, nur und vorrangig am materiellen Wohlergehen messen. Wir müssen andere Prioritäten setzen. Das erinnert an eine sozialdemokratische Position, wie sie etwa Erhard Eppler in den 60er und 70er Jahren eingenommen hat. Die nackte Wahrheit blieb immer, und dies sage ich nun auch ohne jeden Hochmut, dass die Mehrheit der Menschen dies alles ganz interessant und nützlich zu bedenken fand, aber dass sie am Ende doch wollte, dass die Kasse stimmt, die Lohntüte voller wird, die Reisen ermöglicht werden, das Auto größer werden kann. Wenn es nun so ist, dass Sie sich auch flüchten müssen in diese neue Prioritätensetzung, entfernen Sie sich dann nicht tatsächlich von den Empfindungen und Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen? Also die Gefahr ist sicher sehr groß, und ich möchte ja mir ein bestimmtes Realitätsbewusstsein schon bewahren. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich in die SPD eingetreten bin, weil ich sage, es geht am Schluss darum, dass man die angehäuften Träume und Hoffnungen und Ideale doch mit sehr irdischer Politik verbinden muss, weil sie sonst immer nur dieses Gespinst oben drüber bleiben.
Also ich will nicht denunzieren die Wünsche der Leute nach fassbarem Wohlstand. Aber wenn man erklären kann, und dazu müssten doch auch Politiker da sein, vielleicht nicht Sie alleine, vielleicht sind Sie darin überfordert, sondern wir brauchen da noch ganz andere Leute, Intellektuelle, Leute der Kirche. Wenn es denn so ist, dass wir eine konkret fassbare und überschaubare Aufgabe haben, die wirkliche gesellschaftliche Einigung Deutschlands zu meistern. Und wenn wir darin Nationen nicht nationalistisch, sondern sehr praktisch begreifen als eine Problemlösungsgemeinschaft, eine Gemeinschaft von Leuten, die miteinander überschauen, einen Problemzusammenhang. Und wenn ich Leute davon überzeugen kann, dieses Problem lösen wir in einer bestimmten Zeitspanne, die muss erkennbar bleiben, dadurch, dass wir teilen, dadurch, dass wir nicht einfach weiter so machen wie bisher. Dann, denke ich, kann man Leute überzeugen und auch gewinnen, zu sagen, für einen bestimmten Zeitraum gebe ich etwas ab, teile ich, definiere ich meine eigene Wohlfahrt nicht mehr so nur bezogen auf mich, sondern ich gucke hin, wie es den anderen geht. Welche moralischen und ethischen Probleme haben Sie, Herr Thierse, beim Betreiben des politischen Gewerbes? Das, was Sie jetzt gesagt haben, müsste Sie doch eigentlich denkscharf, wie man Ihnen nachsagt, dass Sie sind, vorkommen wie eine Illusion, vielleicht eine heroische Illusion. Wenn Sie das als eine solche erkennen, haben Sie dann Schwierigkeiten moralischer und ethischer Art, weil Sie sagen, ich muss mich ein bisschen anpassen, wenn ich politisch weiter wirken will? Also ich kann mir das nicht vorstellen, in der Politik zu bleiben, in der ich ja nur wirklich ganz kurz bin, ohne in der Politik moralische Motive mit vertreten zu können oder moralisch motiviert Politik machen zu können. Zynismus ist fast die widerlichste Eigenschaft, die ich kenne. Und Zynismus sehe ich auch darin, dass man sagt, Menschen sind halt so, die werde ich nicht ändern, also muss ich sie bedienen. Und da denke ich, wieso denn eigentlich? Es gibt doch immer wieder eine Chance, wenn man Leuten nur etwas erklärt und sagt, es gibt gute Gründe und die liegen in eurem eigenen Interesse. Ich glaube, das menschliche Interesse ist nicht so platt, so dumm, so biesterig, wie es viele sagen, sondern ich glaube schon, dass es die Erfahrung von Solidarität, die Erfahrung von Nachbarschaft gibt. Man muss das nur dann auch sozusagen Leuten sagen, ihr könnt dieses Gefühl wirklich umsetzen, ohne dass das Opfer ist, etwas ist, was also wirklich mit zu viel Verzicht zu tun hat. Und da spielt eine wichtige Frage eine Rolle. Ich muss den Westdeutschen sagen können, gerade den eher kleinen Leuten, die selber nicht so viel Geld verdienen, dein Beitrag ist auch deshalb gerechtfertigt und vertretbar, weil diejenigen, die an der deutschen Einigung Gewinne haben oder diejenigen, die ohnehin die ganz Reichen sind, viel mehr beitragen. Genau das ist meine Kritik an bestimmten Teilen der Steuervorschläge der CDU-FDP-Regierung. Sie haben gesagt, viel mehr beitragen, wollten Sie sagen, viel weniger beitragen? Nein, die Reichen sollen viel mehr beitragen. Sollen viel mehr beitragen, aber es gibt dann irrsinnige, wie ich sage, skandalöse Steuersenkungspläne dieser Koalition, die gerade die Vermögensreichen eben nicht antastet. Und das erschwert den Leuten, die weniger verdienen, ihren Beitrag zu leisten. Noch einmal den Begriff heroische Illusion benutzt. Werden Sie diese heroische Illusion in Bonn behaupten können? So wie Sie Bonn inzwischen kennengelernt haben? Ich bin kein Prophet und ich kann also auch meine eigene Entwicklung nicht voraussagen. Ich kann nur sagen, dass ich das will. Dass ich eisern entschlossen bin, mir diese Illusion und diese Hoffnung zu rauben. Ich könnte es vielleicht wirklich nicht mehr aushalten, wenn ich sie nicht mehr hätte. So, ich sage das deshalb, weil ich auch vorher meine Art der Existenz in der ehemaligen DDR nicht hätte aushalten können, wenn da nicht ein utopischer Überschuss gewesen wäre. Was war das für eine? Eine Hoffnung, dass daran noch etwas änderbar sei, dass es Prozesse von Befreiung gibt, dass es wirklich Gerechtigkeit geben könne. Brauchten Sie, Herr Thierse, den nationalen Einheitsstaat oder hätten Sie mit einer anderen DDR genug gehabt? Also meine Antwort wird Sie vielleicht enttäuschen. Ich gehöre sicher eher zu den wenigeren meines Schlages, die immer eine Hoffnung auf ein anderes Deutschland hatten. Auf das Vereinigte. Auf das Vereinigte, ja. Aber zugleich ein anderes. Ein vereinigtes und zugleich ein anderes Deutschland. Das hat mit Erziehung zu tun,
Das hat mit dem Umstand zu tun, dass ich irgendwie immer an der Grenze aufgewachsen bin. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich Germanist bin. Wer je Hölderlin und viele andere richtig gelesen hat, der hatte immer einen Traum von einem anderen Deutschland. Und die Einigung habe ich mir dann auch immer vorgestellt, dass das nicht so ist, dass da einfach weiter so gemacht wird, dass da wenigstens Momente, ich bin darin dann kein Illusionist, aber doch wenigstens Momente eines Neuanfangs. Und haben wir diese Momente des Neuanfangs? Ich sehe sie bisher nicht. Was ich in Bonn erlebe, ist eben nicht Neuanfang, sondern Bonn und die Bonner Politik ist für mich der Inbegriff eines einfachen Weiter-so. Bonn, die Stadt, nicht die Stadt selber, die ist ja ganz hübsch, aber dieser Regierungssitz ist für mich überhaupt der Inbegriff einer Weiter-so-Mentalität. Ich habe jetzt Bonn als Metapher gemeint für die westdeutschen Politiker. Ganz klar. Nicht nur als Stadt, nicht nur als Apparat in Bonn, sondern wirklich die Westdeutschen. Genau dies meinte ich, da ist also wirklich weiter so, da ist zwar, da herrscht ja, na gut, es ist ein bisschen was dazugekommen mit Problemen, die sind nun größer, als wir gedacht haben, schlimm genug, aber wir werden das schon hinkriegen ohne wirkliche Veränderung. Und ich glaube, aus dieser Mentalität wird man die Dimension der Aufgabe verpassen und was ich noch viel schlimmer finde, man wird die deutschen Nachbarn Ost verpassen. Die Politiker in ihren Reden, die Medien proklamieren Werte und Ideale, die aus den Bildungsquellen und Wertekategorien der tonangebenden Schicht, der politischen Klasse herrühren. Diese Werte und Ideale werden dann allgemein gesetzt. Sind sie nicht der großen Mehrheit im Grunde eher gleichgültig? Also das ist, auf der Oberfläche ist das mit Sicherheit so. Aber ich glaube nicht, dass Menschen ganz ohne ein Mindestbedürfnis Bestand von elementaren Überzeugungen leben können. Die nicht dasselbe sein müssen, wie die von den Bildungsschichten vorgegebenen Ideale. Die nicht dasselbe sein müssen. Und vor allem, die nicht reflektiert sein müssen. Ja. Aber es ist meine Erfahrung, ich kann noch nicht über die Westdeutschen reden, die kenne ich immer noch nicht gut genug. Aber meine Erfahrung des Aufwachsens in diesem Lande, dass noch die sogenannten einfachsten Leute wirklich einen Grundbestand menschlicher Überzeugungen hatten, aus denen sie gelebt haben. Die mögen sie ungeschickt ausgedrückt haben. Manche konnten sie überhaupt nicht ausdrücken. Die Sprachunfähigkeit ist ja eines der schlimmsten Folgen auch eines diktatorischen Regimes. Dass wir in der ehemaligen DDR oder viel zu wenig gelernt haben, miteinander mit Freimut öffentlich zu reden, auch direkt zu reden, sondern dass das also immer etwas verschlüsselter war und ganz viele Schichten sprachlos geblieben sind. Aber Sprachlosigkeit heißt nicht, dass es da nicht ein Minimum von Idealen, von Überzeugungen, von Werten gegeben hat. Die Bildungsbürger reflektieren sie, meißeln an ihnen herum, für sie ist das vielleicht auch noch wichtiger in ihrem existenziellen Haushalt, aber bei den anderen gibt es sie auch. Und wenn wir nicht fertig bringen, an diesem anzuknüpfen, was da ist. Ich nenne mal so etwas wie ein, wie auch immer differenziertes, aber ein Grundgefühl von Solidarität, das da ist, wie verkümmert auch ist. Wenn man das nicht aufrufen kann, dann gerät auch Politik falsch. Ich denke auch sofort, eine Grundüberzeugung, den man menschenverträglichen Egoismus nennen kann, den wird es auch geben. Das Mitglied einer Blockpartei in der ehemaligen DDR und ein Mitglied der SED. Welchen Unterschied gab es in der Anpassung an das herrschende Regime? Zunächst ist der Unterschied der zwischen Hauptdarsteller und Nebendarsteller. Das ist nicht unwichtig. Die Gagen waren auch unterschiedlich, bei den Spitzendarstellern natürlich immer gemeint. Aber ich denke... Lassen Sie uns vom gewöhnlichen Menschen reden. Ja, ich denke, dass die Anpassungszwänge nicht so furchtbar unterschiedlich waren. Und manchmal war meine Beobachtung, dass man in der SED sogar weniger Anpassungszwängen unterworfen war, weil man ja einmal einen Schritt des Bekenntnisses getan hat. Und dass es für mich viele Gründe gab, nicht in eine Blockpartei einzutreten. Und einer der Gründe war, da werde ich ja noch mal stärker an Anpassungszwängen unterworfen als in der SED. An der SED hat mich natürlich das Institut der Parteidisziplin erheblich gestört. Das hat auch mit Anpassungszwängen zu tun. Also qualitativ war der Unterschied nicht erheblich. Sie meinen moralisch qualitativ? Moralisch qualitativ. Jetzt wird abgewickelt in der ehemaligen DDR. Läuft das nicht unvermeidlich in vielen Fällen auf das Bestrafen von Gesinnung heraus? Und wollen nicht viele Westler eben gerade dieses?
Das ist das wirkliche Dilemma dieses Vorgangs. Wir brauchen wirkliche strukturelle Erneuerung, gerade in den Bereichen von Bildung, Wissenschaft, Kultur, aber wir brauchen auch personelle Erneuerung. Vielleicht ist es, wie soll ich das nennen, der Preis einer unblutigen Revolution, dass diese Vorgänge personellen Wechsels so klebrig, so zäh sind, auch so mit Verwundungen zu tun haben und wirklich auch mit Bestrafungen von Gesinnungen zu tun haben. Ich beklage das, aber ich beklage auch, dass wir nicht fertiggebracht haben, noch in der gemeinsamen Regierung ein wirklich rechtsstaatliches Verfahren für diesen personellen Wechsel festzulegen, der darin bestanden hätte, ich habe das mal vorgeschlagen, ich bin an einem größeren Koalitionspartner gescheitert. Als die DDR noch eine eigene Regierung hatte, ja. In der Regierung de Maizière mit meinem Vorschlag gescheitert, an der CDU, zu sagen, wir müssen alle Berufungsstellen, das sind ja schon die höheren nur gewesen, in Bildung, in Wissenschaft und Kultur neu ausschreiben. Dann finden die normalen, fairen Neubesetzungsregeln statt. Und auch diejenigen, die bisher auf den Stühlen gesessen haben, haben eine faire Chance, sich wieder zu bewerben. Sie haben sogar Heimvorteil. Es wäre sozusagen ein gerechtes Auswahlverfahren mit neutralen Gremien. Das hat leider nicht stattgefunden. Man hätte das über einen längeren Prozess stattfinden lassen können. Jetzt ist das teilweise von außen erzwungen worden durch Abwicklungsbeschlüsse. Aber es hat auch damit zu tun, dass in Universitäten viel zu wenig im vergangenen Jahr selber passiert ist. Ich hoffe, dass die Universitäten noch eine Chance haben. Das gilt ja nicht nur für Universitäten. Ja, ich nehme aber das mal als Beispiel für Akademie. Da ist es ja nun auch eine wirkliche Abwicklung. Aber das sozusagen im Bereich der Kultur, im Bereich gerade der Geisteswissenschaften, ist eine wirkliche Chance gibt, trotz Abwicklung die selbstkritische Reflexion des Vergangenen nicht nur als objektiven Vorgang, sondern auch der subjektiven Verwicklungen dabei stattfinden zu lassen. Gibt es nicht im Westen einen totalitären Antikommunismus, der schier irrational ist, der in Wahrheit doch die Gesinnung bestrafen will? Also den gibt es. Ich habe immer gefunden, dass es einen ziemlich dummen Antikommunismus gibt. Vor allem dann, wenn die kritische Einstellung zu dem Kommunismus nicht mehr bereit ist, hinzugucken, zu differenzieren und nicht mehr wahrzunehmen, dass auch die Geschichte dieses realen Sozialismus eine Geschichte von Idealen gewesen ist. Eine Verwirklichungsgeschichte von Idealen. Und ich habe hinzugucken, was ist mit denen passiert? Was ist da schiefgegangen? Wie war der individuelle Anteil? Wie sind unsere Biografien in diese Verwirklichungsgeschichte hineinverwickelt? Das muss ich sehr genau hingucken. Blinder Antikommunismus stört. Was wir leisten müssen in diesem deutsch-deutschen Prozess, dass wir uns nicht nur Vorurteile in den Kopf werfen, sondern unsere Biografien erzählen. Und da wird sich, denke ich, etwas einstellen, dass wir wechselseitig, Westler wie Ostler, uns erkennen können an Stellen, wo wir vielleicht heroisch waren und an anderen Stellen, wo wir schlicht opportunistisch waren, wo wir schäbig waren. Ich denke aber, dass wenn sowas passiert, es nicht so sein wird, dass die dort mit erhobenem Haupt herausgehen und wir mit gesenktem, sondern da werden wir wechselseitig. Sie glauben an die Einsichtsfähigkeit der Menschen beim Zuhören? Ich denke schon. Also sonst bräuchten wir nicht miteinander reden. Wolfgang Thierse, am 22. Oktober 1943 in Breslau geboren, in Thüringen aufgewachsen. Katholisches Elternhaus, der Vater Rechtsanwalt und CDU-Mitglied. Wolfgang Thierse lernt Schriftsetzer und studiert dann Germanistik und Kulturwissenschaft. Als Parteiloser im Kulturministerium beschäftigt mit architekturbezogener Kunst. Private Äußerungen gegen die Ausbürgerung Biermanns 1976 werden denunziert. Sie werden, Herr Thierse, aus dem Ministerium entlassen und finden Unterschlupf unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften in der DDR, im Zentralinstitut für Literaturgeschichte. Ein weithin angepasstes Leben. Haben Sie damit ein gutes Menschenrecht in Anspruch genommen, kein Held sein zu müssen? Oder machen Sie sich nachträglich Vorwürfe? Es gilt beides. Ich will mich im Nachhinein nicht größer machen und auch nicht von anderen größer machen lassen, als ich war, und auch mich nicht kleiner machen lassen. Ich denke immer, ich habe eine relativ durchschnittliche Existenz in der ehemaligen DDR geführt. Ich denke, dass ich vieles nicht habe mitmachen wollen.
Und dass ich irgendwann einmal auch bereit war, einen Preis dafür zu bezahlen. Den Preis, dass man nicht so eine dolle Karriere macht. Und ich fürchte, dass der Preis sogar schlimmer ist. Und das ist so etwas, wo ich anfange zu sagen, dafür müsste ich mich schämen. Nicht nur für manches Schweigen. Dafür schäme ich mich. Es gibt Dinge, die ich nie vergessen werde, weil ich einfach geschwiegen habe und weil ich nicht laut Nein geschrien habe, sondern weil ich damit beschäftigt war, selber einigermaßen zu überlegen, manchmal auch gedrängt von Kollegen, die gesagt haben, schweige, sonst brecht unsere Gemeinschaft auf, die wir hier miteinander einigermaßen anständig, vertretbar, vor unserem intellektuellen Gewissen und auch vor unserem moralischen Gewissen verantwortbar arbeiten können. Das hat manches Schweigen mit sich gebracht, für das ich mich schäme. Und es gibt noch einen anderen Punkt, über den ich manchmal nachdenke. Eine frühe Entscheidung, was heißt, es war gar keine Entscheidung, sondern so eine nachallmähliche Entscheidung, zu sagen, in diesem Lande der DDR wirst du nichts wirklich ausrichten können, wenn du nicht den Preis bezahlen willst, der dir abverlangt wird. Und das wollte ich relativ früh nicht. Ich denke, der Preis war eine ganz früh einsetzende Resignation, fast eine Lähmung im Nachhinein. Nicht nach diesen anderthalb Jahren Turbulenz, die ich hinter mir habe, kommt mir mein früheres Leben so fremd vor. Nicht, wo mir das manchmal erscheint, als sei ich plötzlich ein Ausbruch gewesen und ich bin doch nicht ein anderer geworden, denke ich. Wie kam es Ihnen vor, als Sie es lebten? Ja, da habe ich auch immer dieses fatale Gefühl gehabt, wie tief sitzt diese Resignation? Ist das eine Lähmung, die ein Charakterzug ist, die ich mir selber vorzuwerfen habe? Ist es politischen Verhältnissen geschuldet? Und auch schon das habe ich damals denunziert. Ich will mich auch nicht auf Verhältnisse rausreden. Also diese eigentümliche Zwiespalt, dass man beschäftigt war, mit Anstand zu überleben, mit intellektuellem Geschmack, ja, sich zu unterscheiden, zu differenzieren, genau zu sein in der Analyse, genau zu sein auch in der Sprache, von der ich immer wollte, dass sie sich unterscheidet von der offiziellen Sprache der Verkommenen, des politischen Jargons, in der DDR, aber auch anderswo. Aber zugleich auch dieses Gefühl des Ungenügens, dass man immer nur so ein problematisierender Beobachter ist und nicht in der Lage ist, ein Akteur zu werden. Aber ich denke auch im Nachhinein, ein Gutteil lag Schuld bei mir selber, aber Versuche zu agieren sind ja auch gescheitert, weil ich eben nicht wirklich mich unterwerfen wollte, Bedingungen, die dann abverlangt worden sind. Das Bild, das viele im Westen sich von der DDR machen, in welchen Punkten weicht es nach Ihrem Eindruck am stärksten von der Realität ab? Also ich glaube, zunächst mal in der Beurteilung der Menschen, die in westlicher Sicht unterschätzt werden. In dem, was in ihnen an Durchhaltevermögen steckt, auch an Intelligenz, auch an Findigkeit. Das ist ja so furchtbar wenig sichtbar. Jene Fähigkeiten, die notwendig sind, 60 Jahre für manche zum Glück viel weniger, 60 Jahre Diktatur, 60 Jahre Mangelwirtschaft, 60 Jahre Einschränkung, 60 Jahre auch Anpassung zu überstehen. Ich denke schon, da mag menschliche Substanz auch eingeschränkt worden sein, aber das hat ja auch also ein außerordentliches Durchhaltevermögen hervorgerufen und ich glaube, das wird am meisten unterschätzt von den Westlern, weil da ja ganz andere Werte, die viel mehr an der Oberfläche liegen, zählen. Also etwa die Fähigkeit, sich selber darzustellen. Ich hoffe sehr, dass die Fähigkeit von Ossis in der Vergangenheit nicht so genau hinzugucken, wie sich einer darstellen kann, womit sich einer schmückt, sondern herauszufinden, was denkt er tief innerlich, kann er mit mir solidarisch sein, dass diese Fähigkeiten, die wir erworben haben, im Beurteilen anderer Leute nicht so schnell verloren gehen. Gehört es zu dem verzerrten Bild des Westens auch, den großen Raum des Privaten, den es gegeben hat, mit privatem Glück und Unglück, nicht wahrzunehmen, sondern zu denken, es sei alles, jede Stunde, jede Minute, jeden Herzschlag politisiert gewesen? Ja, das ist natürlich ein verständliches Vorurteil, das ja nur überwunden werden kann und werden konnte, wenn Westdeutsche wirklich in die ehemalige DDR gefahren sind und nicht nur mal so eine auf Stippvisite, sondern Menschen kennengelernt haben. Es ist meine Erfahrung gewesen, dass
Leute dann immer die Beobachtung gemacht haben, es gibt ein paar sehr sympathische Unterschiede zwischen Ossis und Wessis. Und das waren auch immer Unterschiede, die mit der Art der Privatheit zu tun hatten. Was hat Sie aus dem neuen Forum schon im Januar 1990 zur SPD geführt? Haben Sie die Ohnmacht der Bürgerbewegungen vorausgesehen? Also nicht so bewusst, wie Sie in Ihrer Frage vermuten, aber unbewusst schon. Ich war einfach unzufrieden damit, dass man da immer vor diskutiert und jedes Mal wieder von vorne anfängt. Und ich dachte, wenn man politisch etwas erreichen will, braucht man eine größere Verbindlichkeit. Muss man auch bereit sein, so schwer es fällt, um Positionen, auch um Macht zu kämpfen. Und das fällt mir selber wahnsinnig schwer. Und im Rückblick sage ich, es war unsere gemeinsame Schwäche, die Schwäche der Bürgerbewegung, also vom neuen Forum von Demokratie jetzt und der Sozialdemokraten, dass wir nicht früh genug die Machtfrage wirklich gestellt haben. Der runde Tisch war faszinierend, ein großes Instrument der Demokratisierung. Aber nebenbei, fast unmerklich, wurde die Macht ganz woanders ausgeübt. Es gab die Regierung Modrow, es gab die Umwandlungsprozesse innerhalb der Stasi, das Verstecken von Verantwortung. Wir hätten viel eher die Machtfrage stellen müssen und zu sagen, wir übernehmen die Regierung. Mit Ullmann und mit allen möglichen anderen. Und gibt es jetzt am Ende der Wende neue Anpassung vorherrschend im Land? Das sehe ich als einen massenhaften Vorgang. Ich sage das ohne Vorwurf, weil ja das von den Leuten abverlangt wird. Sie können ja nicht zugleich in einem neuen ökonomischen und politischen System leben, sich behaupten wollen und sich zugleich diesem System verweigern. Wer kann das schon? Was sagen Sie zu folgender These? Die demokratische Gesellschaft entwickelt einerseits zunehmend engagierte Minderheiten, die aber in der Regel ihre Ohnmacht nur in Einzelpunkten durchbrechen können und eher Frühmerker gegenüber neuen Problemen sind. Und andererseits wächst in der demokratischen Gesellschaft die Manipulationsmacht der Experten des politischen Apparats, die die Mehrheit der Menschen zum Objekt macht. Ich stimme der These zu, und weil ich sie vielleicht nicht hundertprozentig, aber im Prinzip für richtig halte, denke ich schon, dass es darum geht, für eine moderne Demokratie in Deutschland so etwas zu erreichen wie eine wirkliche Zusammenarbeit zwischen Parteien und Bürgerbewegungen. Auf der Basis von Arbeitsteilung und von wirklichen Unterschieden. Die großen Parteien haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, in sich selber den mühevollen Konsens auszubilden, von dem die demokratische Gesellschaft insgesamt lebt. Und die Bürgerbewegungen haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, genau das zu tun, frühzeitig Probleme zu erkennen, Interessen von Minderheiten auch mit Entschiedenheit zu artikulieren, damit sie nicht untergehen. Und deswegen bin ich schon dafür, dass wir also eine solche Zusammenarbeit erreichen, auch in einer parlamentarischen Demokratie, die so stark auf Parteien zugeschnitten ist. Also wir haben schon noch darüber nachzudenken, was ist das mit runden Tischen auf bestimmten Ebenen, nicht als Ersatz fürs Parlament, das glaube ich nicht. Aber es gibt immer wieder neue wichtige Probleme, wo wir anders zusammengesetzt diskutieren müssen, als jeweils nach den Wahlen, die vor 4 Jahren stattgefunden haben. Kann man das institutionalisieren? Nicht im Prinzip, aber immer wieder neu. Es gibt immer wieder, warum soll es denn nicht sein, dass man für ein bestimmtes lokales Problem sagt, hier rufen wir ganz unterschiedliche Leute zusammen, die miteinander diskutieren, wo es nicht einfach nach der Größe der Vertretungsmacht geht, sondern auch nach Entschiedenheit und Klarheit des Standpunktes, nach Kompetenz in einer Sache, auch nach Sensibilität für Problemlagen und für Vergessene. Was bedeutet Ihnen Sozialismus, Herr Thierse? Ich halte vielleicht das Wort für eine gewisse Zeit für verbraucht, aber nicht den Begriff, weil er für mich mit der Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit verbunden ist und weil ich diese Hoffnung nicht für veraltet halte, schlicht aus dem einfachen Grund, weil es noch so viel Ungerechtigkeit gibt. Und deswegen möchte ich mich an diesem Ideal schon abarbeiten und auch einerseits zurückfragen, was ist da alles falsch gelaufen? Dass die Ideale, die am Anfang des Sozialismus gestanden haben, so auf so schwierige, so problematische, ja so falsche Weise verwirklicht worden sind. Und ich möchte auch nach vorne fragen,
Wie können wir diese Ideale dadurch doch realisieren, dass wir immer noch etwas mehr tun, als was das jeweils pragmatisch gerade so möglich ist? Also ich möchte festhalten an einem Begriff von Sozialismus, der einen Prozess beschreibt, immer wieder, ein Mehr an Gerechtigkeit, an Mehr an Freiheit, also konkrete Befreiung, an Mehr an, auch an Toleranz. Und dieses Mehr ist ja überhaupt nur anzustreben, wenn man einen Überschuss hat, wenn man ein Ideal vor sich hat und nicht immer schon mit dem Erreichten jeweils zufrieden ist. Und nur wenn ich ein solches Ideal habe, glaube ich, ist Sensibilität für Ungerechtigkeit und Unfreiheit möglich. Sonst finde ich mich in dem zurecht, was ist. Bis zu welchen Konsequenzen? Mit meinem eigenen Überleben. Bis zu welchen Konsequenzen würden Sie für die Verwirklichung dieses Sozialismus im Sinne von mehr Gerechtigkeit gehen? Wo ist der Rubikon, den Sie nicht überschreiten wollen, weil Sie sagen, danach beginnt die Gefahr, danach beginnt die Korrumpierung der Ideale? Wir haben ja eine schlimme Erfahrung hinter uns. Sozialismus darf nicht mehr etwas sein, was von den einen, im Allgemeinen den wenigen, der Mehrheit gebracht wird. Was immer heißt, dieser Mehrheit aufgezwungen wird. Ein System, ein Zustand, der den anderen aufgezwungen wird, sondern ein Prozess, in dem es immer wieder darum geht, sich über konkrete nächste Ziele zu verständigen, Mehrheiten zu gewinnen für das Überschreiten eines gegenwärtigen Zustandes. Also er ist für mich gebunden, die Idee der sozialen Gerechtigkeit und Sozialismus, ganz elementar an Demokratie und ganz elementar an die Rechte von Minderheiten. Die derzeitige Stimmung vieler Menschen in der ehemaligen DDR auf den kürzesten Nenner gebracht, es wachsen die Aggressionen wie die Lethargie. Ist die Stimmung so? Ich glaube, sie ist so und ich bin auch darin kein Prophet, aber es ist dieser ganz schmale Grat zwischen lähmender Resignation und blinder Aggression. Das ist es, an dem wir sind. Und ich plädiere heftig dafür, dass wir den sozialen Protest, den ich für notwendig halte, politisch machen, damit er nicht blind wird und nicht aggressiv wird. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Wenn die Schwierigkeiten sich weiter verschärfen im Land, wird es dann in Bonn eine große Koalition geben? Ich wünsche es mir nicht, aus sehr verschiedenen Gründen. Ich bin für eine konzertierte Aktion aller derjenigen, die die Probleme miteinander lösen müssen. Ich bin auch für runde Tische aller Art, wenn sie helfen. Sie müssen nicht um jeden Preis hergestellt werden. Aber ich bin auch dafür, dass die SPD Mundwerk, Sprachrohr des sozialen Protestes sein muss. Opposition gegen falsches Handeln von Regierung. Damit diejenigen, die zunächst mal die Benachteiligten, die problematischen Seiten der deutschen Einheit kennenlernen, bemerken, es ist von ihnen die Rede, wenn ein Sozialdemokrat in Bonn spricht.